Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Küstenurlaubs mit den Gianna Sisters. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und begrüße euch zugleich. Ja, falls ihr euch erinnert, ne, wir schlagen uns seit gefühlten, ne, nicht nur gefühlten, ich glaube es sind sogar exakt 30 Minuten circa. Exakt circa, ja. Durch dieses Level, welches mir grafisch wahnsinnig gut gefällt, aber auch spielerisch finde ich das ziemlich schick. Und wir sind auf dem Weg zum zweiten Endboss in diesem Spiel. Und daher würde ich sagen, genug gelabert, weiter geht's mit den Sisters und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wie komme ich jetzt hier hoch? Tust du mir weh? Ich komme hier gar nicht vor. Lass mich vorbei, du Sack! Okay, das ist wohl auch wieder eine... Haha! Timing-Sache wollte ich noch sa... Du Ratte! Du verdammte Ratte! Wow! Okay, in der Form kannst du mir offenbar nichts tun. Dann sollten wir wohl auch in dieser Form bleiben. Wobei, komme ich da überhaupt... Ich komme ja da gar nicht hoch. Verdammte Schildkröten, ich mag eigentlich Schildkröten, aber in dem Fall mache ich meine Ausnahme. Das fängt so gut an hier. Wunderbärchen. Ah, okay, alles klar. Ich komme auch so hoch. Wow. Okay. Ja, wenigstens hat sie wieder einen Checkpoint. Oktorfreud. Oktorfreud. Ah, cool. Palpus Maximus. Okay, es scheint, als hätten wir den Boss erreicht hier. Wahrscheinlich gleich. Wow, what the hell? What? Ach so, hier hat's... ja, was muss ich hier machen? Hallo? Ah! Hä? Hallo? Oktorfreud? Oh oh. Ach, muss ich auf dem Dings landen? Hier, da war doch ein, so ein Heftpflaster drauf. God damn it! Ich bleibe jetzt hier einfach mal stehen. Oktorfreud, ich pack's immer noch nicht. Okay. Okay. Nein! Wir sind getroffen! Houston, we have a problem! So, jetzt müsste doch seine... Genau. Aber wo legt er die jetzt? Wie treffe ich diese Tentakel? Gah, ich hasse es! Goddammit! Okay, ich schätze, dass ich anfangs hier echt nur ausweichen kann. Nehme ich jetzt einfach mal an. Also, ich habe echt keine Ahnung. Oh, oh, oh. Und dass ich dann seine andere Tentakel hier mit dem Dashing treffen muss. Jetzt müsste er ja eigentlich kommen damit, oder? Habe ich den jetzt oder hat er sich jetzt selbst verletzt? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade völlig... Ah, nicht so schnell! Ich bin noch kein D-Zug hier. Alter Mann und so. Oh Gott. Oh Gott. Oh Jesus.
Oh no. Oh. Ich glaube, der verletzt sich echt selbst damit, oder? Nein! Oh. Ja, ich denke auch nicht dran, dass ich hier ja immer nur in einer Welt hier verschiedene Blöcke zur Verfügung habe. Es ist nervig. Dr. Freud. Dr. Freud. Finde ich schon sehr, sehr cool. Okay. Also das hier geht ja noch, ne? Das ist alles hier entspannt, langsam, easy peasy quasi. Aber dann das hier nervt schon mal. Weil er dich ja natürlich verfolgt mit seiner... Er scheint ja auch echt zu schreien. Ah, ich muss wahrscheinlich doch noch drauf landen. Macht er den Anschein jetzt? Ich hoffe es zumindest. Oh Gott! Oh! Dare you! Oh, Jesus. No. Tu mir nicht weh, ich tu dir auch nicht weh. Echt nicht. Ich tu dir nix. Nein! Ich hasse dich, Octofreud! Hat er da schon eine Angel? Hat er da eine Angel im Kopf? Also wahrscheinlich dann eher eine Harpune, aber trotz allem. What? Verdammt! Ich soll mich doch hier konzentrieren und nicht hier auf irgendwelche belanglosen Kleinigkeiten achten. Ja, das kann ich ja schon wieder vergessen hier. Verdammte Axt. Ja, das scheint ihm nicht zu gefallen, wenn ich auf diese Tentakel hüpfe. Da ist ja auch, wie gesagt, dieses Heftpflaster. Sehr, sehr cool gemacht, grafisch. Ja, so viele Arme, so viele Tentakeln. Mino likey. Ja, ich muss den Boss ja jetzt machen. Oder zumindest am Stück. Ne? Weil wenn ich hier rausgehe und so, dann war es das auch hier. Nein! Was mache ich denn? Ich Vollidiot! Jedes Mal dieselbe Scheiße! Okay. Ja, jetzt ist eh wieder Schicht im Schacht hier. God damn it. Ich übersehe auch jedes Mal... Okay. Oh, wo muss ich... Nein, ich hätte noch landen können rechts. Gott. Ja. Octofreud, wir werden keine Freunde mehr. Das kannst du knicken. Also das kannst du... Meint, ist das jedes Mal ein anderes Pattern? Also hier ein anderes Muster? Da bin ich gerade völlig bekloppt. Oh. Ich glaube, der ist echt... Der reagiert darauf, wo wir gerade stehen, ne? So. Okay, jetzt bring mal raus dein Patschehändchen hier. Mann! Ich hasse dich! Ja. Ich vergesse auch immer wieder hier die Gestalt zu wechseln. Was ja auch eigentlich eine legitime und wahrscheinlich auch erwünschte oder erforderliche Sache wäre. Aber wie gesagt, darauf vergesse ich ständig. Weil es hier zum Beispiel ja auch noch gar nicht notwendig ist. In der Phase. Kollektives Schweigen als Zeichen eines gewaltigen Facepalms
Meine Güte. Wunderbar. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Warum? Weshalb? Nein! Dieser letzten Tentakel auszuweichen ist auch gar nicht so. Ich hasse es! Kann das nicht eine durchgehende Linie sein? Goddammit! Ich bin so schlecht in solchen Spielen! Ich bin so schlecht! Warum spiele ich sie? Weil ich sie mag. Weil ich sie gern hab. Was man wahrscheinlich auch unschwer hören kann. Ich liebe solche Spiele. Ich liebe sie. So. Patschehändchen. Es ging doch die ersten Male auch ganz gut, dass ich dem Scheißdingens ausgewichen bin. So. Vielleicht sollte ich auch einfach mal ein bisschen... Boah, das war gemein. Hier. Reingeschubst worden ins Wasser. God damn it. Vielleicht sollte ich mich echt auf eine Ecke konzentrieren und immer genau hier stehen bleiben. Aber das bringt im Grunde auch nicht viel, da ja... God damn it. Ja, liebe Leute, das könnte dauern. Boah, wie schnell hat der denn jetzt zugeschlagen? Ich wollte ja noch weg. Tja. Ich würde sagen, da werde ich auch schneller einen Cut machen, denn... Ich glaube, das macht nicht wirklich viel Sinn. Und dann, da geht ja gar nichts mehr. So. Oktofreud. Sensationell. Okay. Ich habe auch jedes Mal Angst, hier die Welt zu wechseln, während er seine verdammten Tentakeln hier oben hat. Denn... Dann falle ich sowieso ins Wasser. Wow. Scheiße. Ja, jetzt kommt er, glaube ich, zweimal... Ja, aber ich muss das wahrscheinlich 3 oder 5 Mal machen. Und das kann ich vergessen. Ja, das Ganze jetzt nämlich nochmal und ja, keine Chance. Wow! Hat er jetzt alle gleichzeitig ausgefahren? Kann das sein? Ah, verdammt. Kann das sein? Seriously? Boah! Ich dachte, der Wurm da aus dem ersten Level wäre nervig, aber das hier. Jesus Christ! Okay, der mittlere hier, das sieht immer ganz gut aus, der zweite. Er zieht sich auch meistens schnell genug zurück. Aber, mein lieber Scholli. Okay. Okay. Nein, ich... Oh Gott, nein. So aus, ich versuche das jetzt genau noch einmal, nachdem ich nochmal ein Bad genommen habe hier. So, und dann lasse ich auch gut sein hier. Das kann doch nicht wahr sein. Meine Güte. Du kleines, ekelhaftes Ding. Hm. Ja. Ja.
Ja. Ja. So viel dazu. So. Ja. Okay. Ach schön, ja stimmt. Hier kann ich ja eigentlich gar keinen Cut machen in dem Sinne. Ja, kann ich schon. Ich werde gleich mal auf Pause drücken, weil... ja. Das hat ja doch weniger Sinn. So. In der Form. So. Letzter finaler Versuch. Verdammte Axt! Verdammte Axt! Ah, zu früh gesprungen. So, aus, das Pensum ist erreicht. Ja. Wie auch gleich diese beruhigende Melodie ansetzt, wenn man Pause-Button drückt, so wegen, ach komm, ne, einmal geht noch. Nein, jetzt nicht mehr. Echt nicht. Ich werde sowieso gleich weitermachen müssen, ne? Wie gesagt, ich kann ja aus dem verdammten Level gar nicht mehr raus. Ja. Deshalb, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß in diesem Part. Wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht auch mehr als ich, je nachdem. Ach, ja, ob wir Dr. Freud das nächste Mal analysieren und psychologisieren können, das werden wir uns gemeinsam ansehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch weiterhin dabei bleibt mit den Sisters. Und ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.